Zähnen durchbeißen, wenn es sein musste. Alexa, stopp. Palim, palim. Ich bin's. It's me, der Dirk. Ja, ganz nebenbei, diese XJR, Krause-Kit, Top-Ham-Kit, Yamas hatten wir ja schon öfter mal als Thema. Das Ding ist auch ein Krause-Kit-Umbau. Also, sage ich mal so, eigentlich Top-Ham-Kit. Krause baut noch die Endtöpfe dann um, sage ich mal. Ne? Der Rest ist Top-Ham-Kit. Jedenfalls haben die ja dieses vergrößerte Luftfilter-Einlassdeckelchen mit der Ausfräsung. Das heißt auch, dass man, wenn man bei einer Inspektion einen Luftfilter wechselt, ist der alte, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, dass der innen drin schon ganz schön siffig aussieht. Jedenfalls fliegt der raus und dann muss man natürlich, weil das ist die Standardöffnung, wo der Originaldeckel praktisch dieses Röhrchen, was ja relativ lang rausgeht, praktisch hier durchgeht. Beim Top-Ham-Kit wird das angepasst auf dieses Maß, was man in die andere Seite des Luftfilters dann praktisch einzupassen hat oder einzubringen hat. Und ja gut, das ist eigentlich eine einfache Sache. Dafür legt man praktisch den Deckel einfach drauf, zeichnet sich das innen an. Dann ist es, finde ich, immer nicht schlecht für den Anfang, hier mit so einem Möbelbelüftungs, was weiß ich, was das für ein Durchmesser ist, 35 in diesem Fall, bohre ich mir hier praktisch, das passt schon relativ gut auch von der Rundung her in die Ecken. Da bohre ich mir so ein-, zweimal rein. Den Rest mache ich mit, Moment, zeige ich euch auch kurz. Karosseriestichsäge mit einem kleinen Blättchen. Moment. Dann kann man schön die Konturen rausschneiden, sage ich mal, später noch etwas entgraten. Ja, und das war's dann. Und dann kommt das Ding da rein. Wie gesagt, von hinten ist das Loch drin, das stört nicht. Das liegt gegen der hinteren Wand praktisch. Und von vorne habt ihr das neue passend zu dem vergrößerten Luftfilterkastendeckel dann reingemacht. Ja, super, klasse. Vielen Dank für den Tipp. Kein Problem, gern geschehen. Also, bis später. Ich warte jetzt auf den Abgastester, der wird heute Nachmittag wohl eintrudeln. Und vorher wechsle ich hier noch Bremsflüssigkeit. Das sind aber Sachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, denke ich. Mal gucken. Also, bye bye, der Dirk war's mal wieder.